Jetzt einmal Blick in die Karte. Beginn die Karte. Blick in die Karte. Also ich habe mir überlegt, wir gehen heute. Hier oben in dem Bereich gibt es sehr viele Karnickel. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja. Ja, und dann gehen wir hier einfach den Weg entlang. Warum machst du da ein Ne? Herz hin? Ja, ich wollte eigentlich einen Kreis machen, aber egal. Und dann versuchen wir auch hier. Ich versuche gleich mal herauszufinden, wo hier noch Bären sind. Ja. Werden wir unterwegs ein paar Bärenspuren finden. Und dann Okay. stellen wir eventuell so auf halber Höhe hier unser Tarnzelt hin. Gucken, wenn hier oben Platz ist und hier oben laufen Bären, stellen wir hier unser Bärenfass hin. Okay. Ja, Hast wir du hätten. Bärenfutter schon mit, oder? Nee, deswegen habe ich das Zelt mit. Wenn wir das Zelt hinstellen, dann können wir von da aus dann das Equipment nochmal neu Ah, gut. sortieren. Genau, Bärenfass habe ich mit. Du kannst kein Bärenfass mitnehmen, weil du kannst nichts auf meine Karte stellen. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Wir gehen jetzt erstmal den Weg entlang hier. Und ich denke mal, hier gibt es ziemlich viele Füchse. Wenn ich muss mir den auch gerade selber mal markieren, damit ich den auch auf meinem kleinen Pad habe. Siehst du den nicht? Du siehst doch meine Wege. Ja, aber. Ach, verdammt, ich sehe die gar nicht. Ja, ist okay. Genau, dann gehen wir jetzt hier einfach mal den Weg entlang. Und ich glaube, hier oben gibt es viele Füchse. Und Füchse sind verdammt schnell, ne? Also die sind sehr schnell, wenn du die rufst, sind die sehr schnell bei dir. Du machst mit dem Lockruf, machst du so ein Karnickel nach, oder so ein quiekendes Tier, was eventuell gefangen ist in irgendeiner Falle oder so, oder hat sich verletzt, oder dann kommen die sehr schnell gucken. Und dann stehst du da mit deiner Wumme und wartest nur darauf, dass die kommen. Da haben wir einen Rothirsch. Eine Rothirsch. Warte, ich antworte mal. Ja, ich wollte gerade fragen. Oh, ich meine, das ist ein bisschen leise hier. Warte mal hier. Komm, wir gehen mal ein bisschen hier hinter den Stein. Ah, Rothirsche, da glaube ich, kriegen wir heute noch viele zu sehen. Könnte natürlich gut möglich sein. Naja. Mal auf die andere Seite. Nein. Wo war der denn? Der war genau hier geradeaus runter, ne? Ja, der war quasi, wenn du auf dem Hunter Mate Ja. guckst, ein Stück links abseits des Weges. Genau, der ist hier. Also, dies ist ja hier einmal den Weg runter, ne? Dann kommt ja so ein kleines Stückchen Wald und dann kommt so eine Schneise noch, ne? Und der ist genau hinter diesem Stückchen Wald da irgendwo. Bin ich mal gespannt, ob der da gleich auftaucht. Komm. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ach, das ist doch ein gemütliches Spiel, oder? Das auf jeden Fall. Kein Stress. Vor allen Dingen macht das noch richtig Laune mit den Waffen, die haben.
Warst du das? Das war ich. Ah, gut. Da ist er. Wenn du hier runter guckst, zwischen dem Wäldchen und der Schneise, kommt er gerade den Berg hoch. Den nicht. Nicht? Er kommt dir gerade den Berg runter. Zwischen dem Weg und der Ach, da. Schneise vor dem Ja, ich hab Wäldchen. ihn. Ja, willst du den haben? Und den da männlich. Oh, das sind 130 Meter. Kostet locker. Treff bloß, ne? Sonst müssen wir mit der rennen. Was? Wo soll er denn jetzt hin? Ne, der ist immer noch da. Der kommt jetzt ein Stück näher. Er ist jetzt an den Felsen da vorne. An. Hast du ihn wieder? Ja, ich hab ihn. Sonst warte, bis er was näher kommt, wenn du unsicher bist. Luft anhalten kann man nicht, ne? Doch, Leertaste. Auch ein Versuch. Nein. Hast du ihn getroffen? Gar nicht. Doch, da ist Blut. Haben auf jeden Fall noch mal in den Hintern geschossen. Ja, den müssen wir jetzt suchen gehen. Ich weiß. Ach, Tobi, Tobi, Tobi. Ah ja. Oh, hier ist eine Spur. Hab schon mal besser geschossen. Ja, du hast ja jetzt lange nicht gespielt, ne? Verdammt lange. Noch ein Rothirsch. Ah, Moment mal kurz. Wo hast du den getroffen? Hier unten auf dem bei den Steinen hier, ne? Ja, quasi direkt daneben. Oh, hier vorne ist die Spur, glaube ich. Oh, Körper. Ein Körpertreffer. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe aber, glaube ich, auch noch mal drauf geschossen. Mann, hab ein leichtes Hüsterchen. Ah, man hört's. Oh je. Wie liegt da? Auf dem Stein. Na, ich wollte gerade sagen, spätestens wenn er hier runtergefallen ist und liegt hier, dann wird er hier gestorben sein zuletzt. Oder endgültig, sag ich mal. Die Drecksau. Aha, der erste Treffer war Körper. Der zweite Treffer war linkes Hinterbein.
Okay. Gerade mal einen Score von 151.000. Ich weiß nicht, was Topscore ist. Auch nicht. Ja, da hat jetzt auch kein mega Geweih, ne? Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir unseren Weg weiter. Moment. Ja. Da hinten läuft wieder ein Tier. Leck mich am Arsch. Ein Weißer? Oder schimmert das nur so? Rothirsch. Ein Weißer. Ah, den hole ich mir jetzt. Ein Albino. Ein Luftgewehr. Oh, hier ist noch einer. Ja, es war ein Fuchs. Ja. Wenn er jetzt stehen bleibt, dann habe ich ihn. Muss ich jetzt natürlich noch mal drehen. Ah. Jetzt geht er wieder im Kreis. Könnt den rufen, wenn du willst. Ja, dann versuch mal. Wenn er darauf Momento. anspringt. Rothirsch-Lockhorn. Ah, er dreht sich. Oh, jetzt geht er auf Tauchstation. Ah, jetzt kommt er. Er sieht ein bisschen komisch aus da. Ja, komm, bleib mal stehen. Ah. Ja. So hätte er jetzt stehen bleiben müssen. Ja. Er legt. Wunderhübsch. Boah, jetzt hat er aber auch Herzklopfen, ey. Ich dachte mir, wenn ich jetzt vorbeischieße, ist er weg. Ich dachte zuerst, das wäre ein Fehler vom Spiel, dass der so schimmert da, ne? Nee, so weit gibt es auch hier. Ja, hab ich schon gesehen. Ich habe schon einen. Gesundheit. Ich habe schon einen Bären gejagt, der hatte so silbernes Fell. Also so braun-silbernes, nee, schwarz-silbernes Fell hatte der. Ich habe auch schon einen weißen Bär gesehen. Den habe ich Also auch schon nicht gesehen. ein Albino. Ich meine, der war weiß. Aber der, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Weißes habe ich auf jeden Fall schon mal gejagt. Doch, er lebt. Das ist nicht mein erster Albino. Ich habe nur aus von weitem so was Weißes hier rumrennen gesehen. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Da müssen wir auf jeden Fall einen Trophy Shot von machen. Alle Tage. Na, da noch ein. Oh, gibt schon gut Punkte. Wie viel? Das sind 12 Ender, ne, oder? Hat ein schönes Geweih. Ja. Da hat er hier 1, 2, 3, 4. Ich guck einfach. 203.194 Punkte. Aus 146,2 Meter habe ich getroffen, Körper, rechte Lunge und Herz. Ein Erhaltungszustand von 100%. 214 Kilogramm.
Oh, den legen wir uns jetzt schön. Ach, der steht schon, der liegt schon super. Oder? Warte, ich Normal versuche mal. müssten wir halt jetzt so machen, dass wir in dieselbe Richtung gucken wie der. Warte, ich versuche den mal ein bisschen nach vorne zu ziehen. Oder warte, ich leg. Ja, genau, ich leg den so hier hin. So, setze ich mal auf den Stein. Welchen? Den hier? Ja. So. Nee. So. Du musst mal ein bisschen höher gucken. Ja, genau. Ich muss mich noch ein bisschen drehen. Ist So. Das ist ein schönes Bild, wa? Tschüss, mein Guter. Mit Christian mal einen Trophy Shot gemacht. Der hat jetzt sich irgendwo hinten hinter einen Baum gestellt. So versteckt. So immer nur so Tierbilder und dann steht der irgendwo ganz hinten in der Ecke. Oh Mann. Okay. Das war doch mal ein geiles Tier, oder? Oh Und ja. bis hier sind wir jetzt gekommen. Ja, würde ich sagen, gehen wir hier vorne weiter. Ja, den Weg einfach weiter da hoch. Genau. Und da Naja, kommen uns noch ein gut. paar Tiere entgegen. Glaub, Gut. einen Weg gibt es hier zwar nicht, aber wir bahnen uns Nö. einen. Wir bahnen uns ein, genau.